Aloha, da bin ich wieder. So, dann gucken wir mal. Ihr so zum Funkentrank zurück. Aber bin ich doch. Achso, mit ihm muss ich reden. Also, alles fertig? Morris hat fast unsere gesamte Energiereserven zur Insel und zum Leuchtturm umgeleitet. Aber keine Sorgen wegen des Platzes. Wir kommen auch mit dem kleinen Rest gut zurecht. Wir haben schon andere schwere Zeiten durchgemacht. Und wir alle wissen, dass wir nur dann bestehen können, wenn jeder mithilft. Ja, also gut, Sigi. Ich muss sofort anfangen, diese Blaupause zu überarbeiten. Fang du ruhig schon mal an, die Energie zu übertragen. Folge dazu einfach diesem Funkenkabel. Wir treffen uns dann zu Hause. Okay. Wie haben die denn das Kabel hier unter Wasser gelegt? Wenn die doch nicht ins Wasser gehen. Dankeschön, Orca, fürs 10 Bitties. Baby, Dankeschön. Dankeschön auch fürs BB sagen. Aua. Aufgestoßen. No. Ich muss sagen, bisher finde ich das Spiel sehr interessant. Kam, wie gesagt, heute erst raus. Okay, das da hinten haben wir. Ja, dann müssen wir noch da. Da. Kommst du voran? Ich bin auf halber Strecke zum Platz. Bei der alten Zentralstation. Wo? Ich sehe nur Wasser. Vermutlich unter deinen Füßen. Zu tief, um sie zu sehen. War das eine Station für Funken oder so? Nein, Schrimpchen. Für Reisende. Eine Bahnstation. Züge fuhren ein und aus, Leute hetzten von einem zum anderen. Und es gab eine Bäckerei mit herrlichen Sesseln. Sie hieß Café Himmelblau. Die machten die besten Krapfen der Stadt. Wie haben Krapfen geschmeckt? Besser als Krabben. So viel ist sicher. Was waren denn Krapfen? Krapfen? Sowas wie Pfannkuchen? Oder wie andere Leute sagen, Berliner? Weil sie Menschen essen? Nee, keine Ahnung. Ist es das? Oder was ist ein Krapfen? Jetzt muss ich muss Krapfen googeln. Krapfen. Ja, das sind Pfannkuchen. Okay. Gut. Bin ich schlauer jetzt. Da hinten ist nicht noch zufällig was, ne? Nicht danach aus. Dass das hier lang kommt und dann fahren wir hoch. Okay.
Okay, das ist schon sehr, sehr cool. Berliner Krebel, Pfannkuchen. Eigentlich in Fett schwimmende, ausgebackene Hefebälle mit Füllung. Ja, genau die Dinge. Weil das Ding ist halt, mein Mann kommt ja quasi aus Westen. Und für diesen Pfannkuchen ja was ganz anderes. Und das, was für die Pfannkuchen sind bei uns halt so Eierkuchen oder Eierpuffer. Und ich habe mir aber mittlerweile, bin ich auch immer so am struggeln, wie ich was nennen soll. Auch immer so, ich so, was? Wie? Wen soll ich wie nennen? Ah. Ja, wo ist denn das letzte? Leiter Energie zum Leuchtturm. Da fehlt aber einer. Ein Binöbel. Da hinten? So weit weg. Ja, doch, der ist so weit weg. Uff. Was ist hier? Weil da oben ist noch eine Fahne. Ah, das ist Asta. Stimmt. Ja, so sieht man sich wieder. Ich weiß ja, dass es gerade, naja, nicht so einfach ist. Aber es ist wichtig, auch mal Spaß zu haben, stimmt's? Spaß lädt deinen Akku auf. Ich habe diese tolle Surfstrecke für den Platz gefunden. Ich glaube, meine Zeit auf ihr habe ich ziemlich perfektioniert. Versuch's doch mal. Vielleicht kannst du mich schlagen. Okay. Probier's mal. Das ist mein Mädchen. Oh Gott, okay. Für Surfen hier. Hilfe. Oh nee, dafür hätte ich hören müssen. Oh Mist. Mist. Nee, dafür hätte ich hören müssen und dann hätte ich die gekriegt. Mist. Okay, warte, wir versuchen das nochmal. Lauf, lauf, auf, Mädchen, lauf. Oh Gott, das wird wieder nichts. Ich glaube, ich bin gerade voll am Ziel vorbeigedüst. Ich möchte es jetzt noch ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Ich bin eben am Ziel vorbeigesegelt. Okay.
Nein! Oh, okay, das war wieder nichts. Bis ich da wieder hochgekommen bin. Nope. Jetzt habe ich die Zeit nicht mitgenommen. Hat mich der Ehrgeiz gerade ein bisschen gepackt. Oh nein, jetzt habe ich das schon wieder verkackt. Weil ich da oben nicht... Oh. Okay, wartet, wartet, wartet. Wir kriegen das hin. Komm schon. Jetzt! Oh! Okay, jetzt muss ich mich kurz mal konzentrieren. Aber wir haben es geschafft. Jungs, Mädels und nicht-binäre Leute, ich präsentiere euch Siggi, die Surf-Sensation. Gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Leider habe ich keine Medaille für dich. Stattdessen bekommst du das. Aber warte nur, ich habe noch mehr Pläne. Oha. Okay. Cool. Und nicht binäre? Ja. Es ist sehr zeitgemäß. Ist auf jeden Fall sehr, sehr zeitgemäß, was das angeht. Oh, wir müssen nach da hinten hin, ey. Mit dem letzten Relais stimmt irgendwas nicht. Ah, das Ding hat immer mal Aussetzer. Ein Neustart sollte helfen. Die Schalltafel ist im Treibhaus. Ja, lass mich mal kurz gucken, ob ich auch neue Klamotten oder sowas freischalte. Ach. Welcher Meeresbewohner ist schwer zu verstehen? Die Nuschel. Gar nicht übel, was? Ah, ja, so ein Witzereißer. Ich dachte, nach dem ersten Mal ist vielleicht Schluss, aber... Ellie ist wasserbändiger. Ja! Doch, das sind andere. Guck mal hier, das hatten wir vorher nicht. Ist das ein Entenhut? Nee, das ist ein Möwenhut. Die guckt so krummig! Das sind andere Hüte hier. Okay, der fetzt auch schon. Oh, die Pestmaske finde ich auch sehr cool.
Lamme. Komm, ich nehme das hier auch noch mit. Ja, hier gibt es ganz andere Haarfarben noch. Wie cool. Steven Möwe. Ah, der Hut ist halt schon so schrecklich, dass ich ihn eigentlich mitnehmen müsste, oder? Eigentlich müsste ich die Möwe mitnehmen. Oh, wir nehmen die Möwe mit. Man muss doch die Haare irgendwie anders machen. So, haben wir uns noch mal ein bisschen umgefärbt. Hey Mama, harter Tag heute. Ich habe einen neuen Freund. Guck mal die Katze. Die Idee, dass das Wasserwesen unsere Mommy ist, ist schon verdichtet sich, ne? Weil auf dem Foto von der Mama hat man ja auch diese Muschelkette gesehen und das Dingsy, der Schatten, hatte das ja auch und hat uns jetzt sogar auch eine gegeben. Abendessen für drei und kein bisschen Krebs oder Seetang. Voll seltsam, dem Datum nach war es Omas Geburtstag. Mal sehen, ob es geklappt hat. Der Leuchtturm sollte vorerst keine Probleme machen. Aber selbst wenn wir unsere gesamte Energie zu dieser Waffe umleiten, wäre es immer noch nicht genug. Vielleicht, wenn wir die drei Schläfer ans Netz anschließen könnten und... Was hast du da am Hals? Oh, das habe ich im Treibhaus gefunden. Also, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Pass gut drauf auf, hörst du? Och, Ulmchen. Oh, bestimmt. Versprochen. Gut. Wie dem auch sei.
Wir brauchen wohl mehr Energie. Und mit der Blaupause haben wir auch noch einiges zu tun. Ich fürchte, ich muss dich die Schläfe alleine erkunden lassen. Mach einfach keine Dummheiten. Dann kommst du schon klar. Und wenn etwas schief läuft, kommst du zu Wort zurück. Verstanden? Machen wir. Und die hat auch die Kette direkt erkannt. Das ist schon die Kette der Mama. Aber halt das Wesen unter Wasser, was wir da gesehen haben, das trug die ja auch. Ja, man sieht so ein bisschen in der Spiegelung. Na cool. Boah, das ist so weit weg. Krass. Okay. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Da haben wir ja ein bisschen Strecke vor uns. Als ich noch klein war, hatte Oma was getrunken und ließ mich lange aufbleiben. Dann erzählte sie mir davon, wie Strandstadt unterging. Opa war erst seit ein paar Tagen tot. Oma war aufgebracht und wollte in den Kampf ziehen. Aber jemand musste sich um Mama kümmern. Also verkrochen sie sich in Opas Treibhaus. Da saßen sie und stöberten in Bergen von seinen Notizen und Zeichnungen, als plötzlich etwas barst. Oma sagte, es klang, als wäre die Erde entzwei gebrochen. Sie müssen solche Angst gehabt haben. Voll interessant, das irgendwie alles zu erfahren. Was da so passiert ist und so. Dadurch, dass das Spiel halt noch neu ist, kann ich euch auch übrigens gar nicht sagen, wie lange das ungefähr geht. Aber werden wir ja sehen. Werden wir sehen. Spielen das bestimmt durch. Die Schläfer sind nicht weit weg. Sobald du die Apfelkälterei passiert hast, solltest du sie sehen. Apfelkälterei? Deine Mutter hat ein paar Sommer dort gearbeitet, bevor sie... Dort wurden Äpfel vom Kipsonhof gepresst. Zum besten Apfelwein der Gegend. Dieser süße Geschmack war einfach herrlich. Äpfel, sind das die orangefarbenen? Nein, Schrimpchen, das sind Orangen. Welche Farbe? Ist doch egal. Wir werden sowieso nie wieder welche essen. Rot, Schrimpchen. Sie waren rot. No. Hallo, Sodas. Na, du? Wie geht es dir? Ich sehe die Schläfer von hier aus. Hast du nicht mal mit Opa da gewohnt? Doch. Kennt ihr euch von dort? Nein, aber dort hatten wir unser erstes Date. Der arme Kerl war so nervös. Aber er hat dich eingeladen. Ich hab ihn eingeladen, Liebes. Oh. Weißt du, ohne mich hätten wir nicht mal geknutscht. Oma! Was? Genau so war's. Die Oma, ey. Oh nein. Oh, die Oma. Ganz gut, und dir? Ja, ja auch. Ach nee. Guck mal, wer da wieder ist. Hans Günther. Hier sind auch noch irgendwelche komischen langen Dinger.
auch kaputt machen. Besiege die Staxer. Was sind die denn, ne? Wie besiegt man die denn? Guck mal, die kommen direkt schon zu mir. Ah, so hochziehen und dann... Kabumm. Die Gesichter. Okay, okay, okay. Von denen sollte ich Oma lieber nicht erzählen. Nee, solltest sonst du. Sonst muss ich am Ende umkehren. Ja, mach das mal lieber nicht. Hola, Hallöchen, Ryan. Naru? Alles gut bei dir? Ich merke jetzt auch erst, dass ich mich wahrscheinlich hier hinsetzen müsste, damit ich euch nicht die ganze Zeit in den Bildern von den Leuten hänge, ne? Hey, was machst du da? Ich warte. Worauf? Moment. Wipes dir, nee, das kann nur ich. Das kann nur ich und das mache ich dann nach dem Stream. Das mache ich dir dann zum nächsten Stream. Mache ich dir den Command fertig. Einmal im Profi ist wieso. Die Mods können das nicht, weil der Bot ist auf meinem Rechner drauf. Wie sollen die auf meinen Rechner zugreifen? Das ist kein Bot, der online ist, wie, keine Ahnung, Stream Elements oder sowas. Deswegen, ich mache dir den Command zum nächsten Mal dann fertig. PC von Ellie Hack. Hey, Meno! Nicht machen! Ich mach mal kurz zu Ellie. Ja, so, das ist ja sowieso ab Samstag da. Darauf. Mein Onkel hat mich losgeschickt, um den Funkenwerfer auf dem Gipfel der Insel zu aktivieren. Er dachte, dass das Monster ein Kind einfach übersehen würde. Aber ich schaff das nicht. Kannst du mir helfen? Ja klar, ich versuch's. Da draußen im Dunkeln ist ein Generator verborgen. Wenn du ihn aktivierst, solltest du den Werfer erreichen können. Okay. Erreiche den Funkenwerfer. Kommen wir hier nicht auch einfach so irgendwie hoch? Oh. Weil gestern den Generator brauchen wir trotzdem. Ach so, da ist dieser. Habe ich mich da hochgescheatet, ne? Kann ich mich auch wieder zurückschieten? Ja. Okay. Okay, das geht. Ah. Ja, so kommt man hier durch, wenn man nicht blind ist, wie ich. Hier noch an. Weg. Der echte Schmur, das ist dann bei dir. Ja. Wow, wow, wow. Elas you love it, dank so. Oh, okay. Patrick, danke schön schon für 15 Monate. Und danke schon auch für dein
Tier 3 Sub. Du verrückte Nase. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Und viel Spaß weiterhin mit den Fridolin-Emotes. Ich hoffe, sie gefallen dir. So. Oh nee, da ist der schon wieder. Dank so, dank so, dank so. Ja, ja. I! Ah, I, der der schießt diese komische Rotze die ganze Zeit um sich. Ich habe schon vorhin mich schon gewundert, was er da eigentlich rumschießt. Abgehauen? Ach so, noch da. Oh, nee. Und den Schnodder aus meinem Gesicht. Aua. Dankeschön. Dankeschön für deinen Resub. Und viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön. Ich will dich nicht hetzen, aber mach das bloß richtig. Aber kein Stress. Wie immer. Wie immer. Ja, so. Nimm das, du hässlicher Wurm. Wow, das war abgefahren. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen. Also, tatsächlich musste ich Funken zum Nachtgarten übertragen. Meine Großmutter betreibt den Leuchtturm. Mit ihm drängen wir den Nebel zurück. Weißt du, wo euer Funkentank steht? Wow, wow, wow. Aber ja, der ist gar nicht so weit von hier. Wow, wow, wow. Ich markiere ihn auf der Karte. Was passiert hier? Oh Gott. Tut, tut. Oh nein, ihr habt einen Hype Train gestartet. Dankeschön. Dankeschön für den Hype Train. Dankeschön. Und Orca, Dankeschön für deine 2 Gifted Subs. Dankeschön. Dankeschön. Und Vibe Steel, dir auch. Dankeschön für deinen Gifted Sub. Dankeschön. Dankeschön fürs Vergiften. Wenn ich groß bin, will ich werden, was du bist. Was bin ich denn? Ich bin Mädchen. Ich soll auch Mädchen werden? Das ist okay. Ich weiß nicht, ich bin... Was bin ich denn hier eigentlich? Ich bin eine Enkelin. Ich bin eine Enkelin, die Sachen hier tut. Also nichts Interessantes eigentlich. Map, map. Wir vergiften gerne Kappa. Wir vergiften gerne Kappa. Ja, warum willst du denn jetzt das Kappa vergiften? Wipesteel, dankeschön nochmal für 100 Bits. Dankeschön.
Was jetzt Emote Only Chat? Das wäre doch witzig. Wieso das denn? Warum denn jetzt Emote Only? Tag auch. Ich muss diesen Tank ein paar Funken übertragen, wenn das okay ist. Was? Wer bist du denn überhaupt? Oh Gott, das ist eine Karen. Oh oh. Was? Wer bist du denn überhaupt? Woher hast du die Befugnis dazu? Oh, ich bin die leitende Mechanikerin des Leuchtturms. Ich stehe Doris zu Diensten. Sie bittet um zusätzliche Energie für den Leuchtturm. Was? Choo-choo Charles A. Run? Oh, das ist ein Horrorspiel, glaube ich, ne? Irgendwie, ich habe davon, glaube ich, gelesen. Patrick, danke schön für 100, für 500 Bits. Dankeschön. Dankeschön. Leute. So, sie bittet um zusätzliche Energie für den Leuchtturm, um den Dunkelnebel zurückzudrängen. Hättest du das nicht gleich gesagt? Leider ist dieses Ding leer. Du musst zuerst wieder füllen. Mach dir keine Sorgen. Dafür wurde ich ausgebildet. Ich werde mich drum kümmern. Okay. Also wenn sie groß ist, will sie werden wie Ellie. Also das hat doch Jonathan gesagt gehabt. Rüste halb Findel, halb Ella, sie hübe Schaukel, ihr geh. Ich weiß nicht, warum? Was hat... Was hat Hans eigentlich für ein Problem mit meinem Hype? Elasi Hype. Aber er sagt immer so, Elasi Hype. Und bei anderen sagt das richtig. Ich glaube, Hans will mich mobben. Und Orca, danke schön für... Orca, danke schön erstmal für 100 Bitties, danke schön. Und Patrick, dir auch nochmal danke schön für 311 Bitties, danke schön. Mexikan. Oh, Leute. Halbstil, danke schön für 100 Bits. Danke schön. Böser Hans. Gibt gleich Botschelle, genau. Vielleicht hat das Hans echt mal verdient. Zylot. Ach, Mann, ey. Ihr seid mir ein paar Nasen. Den Sack zu Elul. Map. Zui. Was, Zui? Oh. Dankeschön, Patrick, nochmal für 100 Bits. Dankeschön. Oh, ich glaube, ich muss hier irgendwie lang. Dankeschön für den Hype-Train, Leute. Dankeschön. Achso, da hinten. Ah, aber dann komme ich jetzt von da aus, komme ich jetzt hier ran. Ah. Yep, oder ich segel einfach komplett dran vorbei. Das ist wieder so typisch ich. Ich mag gerne Dinge doppelt und dreifach.
Wir kennen's ja schon. So, jetzt haben wir es. So, einen haben wir und da hinten müsste dann noch der andere sein. Ich sehe aber gerade, da geht es ja auch noch weiter hier. Hier geht es auch noch lang. Da sind ein paar Fünkchen. Gibt's hier denn wieder einen Tagebucheintrag oder sowas? Das wäre cool. Okay, dann hat sich das wenigstens gelohnt, hier noch herzukommen. Das nennt sich Riesenrad. Man saß in einer der kleinen Gondeln, das Rad drehte sich und man bewunderte die Aussicht. Bane erzählte, dass es Teil eines ganzen Parks voller verschiedener Fahrgeschäfte war und dass Kinder es liebten. Mir hätte das auch gefallen. Ich war auch schon lange nicht mehr auf dem Rummel. Und in einem Freizeitpark war ich sowieso noch nie. Wart ihr schon mal in einem Freizeitpark? Irgendwie sind die immer alle zu weit weg und deswegen war ich da irgendwie noch nie. Ja, Legoland. Ich wohne fast nebenan. Ich glaube, der Heidepark Soltau ist nicht allzu weit weg von hier, aber ist halt trotzdem zu weit, um da mal kurz hinzukommen. Vor allem ohne Führerschein. So gut wie jedes Jahr. Krass. Ich lebe noch. Ich lebe ja tatsächlich wirklich noch. Oh, ihr Sterne, was ich da drin gesehen habe. Auf einmal ist alles glasklar, wie kostbar das Leben ist und die Liebe. Es ist Zeit, ich habe das so lange aufgeschoben. Heute Abend werde ich Groß Cassius einen Antrag. Was? Nur, ich habe keinen Ring. Aber ich muss das machen, wie es sich gehört. Kleine, du hast noch junge Beine. Und dieses fantastische Netz, da findest du doch sicher was für mich, oder? Ich bin nicht aus der Gegend. Ich besuche hier nur meinen Liebsten. Aber du hilfst mir doch, oder? Ja, kann ich machen vielleicht? Also vielleicht, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, ob ich es finde. Oh Gott, ist dran vorbeigesegelt. Ha!
In Legoland 30 Minuten. Das geht ja wirklich. Ne, den Verlobungsring. Ich habe doch keine Ahnung. Wo verliert man denn so einen Verlobungsring? Das ist auf jeden Fall keiner. Das habe ich. Müssten wir hier eigentlich nur wieder runter? Dann fliegen wir noch ein Stückchen höher. Hallo, gibt es den Verlobungsring zufällig? Ich sehe keinen. So, Ellie, nochmal für dich. Oh Mann, welch stumpfsinniger Halbling hat die Zeit erfunden. Oh no. Aber dann werde ich mal bis die Tage. Viel Erfolg dir noch. Bis dann, Orkan. Dankeschön, dass du da warst. Dankeschön. Und dann gutes Schaffen, ne? Hallo, ist hier vielleicht ein Verlobungsring? Okay, so. War das viel Arbeit für so ein komisches Ding, sie da. Verlobungsring habe ich aber trotzdem hier noch nicht gesehen. Keine Ahnung, du musst so gucken. Du musst selber gucken, wo du deinen Verlobungsring hingeschmissen hast. So, danke, Frau Mechanikerin. Alles ist bereit für die Übertragung. Na dann. Was ist passiert? Doch kein Profi, wie? Die Sicherung ist wohl durchgebrannt, als die Seeschlange hier gewütet hat. Frau Kleinlocke da drüben an der Lokomotive sollte Ersatz dafür haben. Lokomotive? Ah, die alte Bonbonfabrik. Sie läuft noch, aber jetzt dient sie eher als Werkstatt. Such nach den rauchenden Schloten sind nicht zu verfehlen. Oh, okay. Aha. Ach so, ja, da hinten, ja. Hier hast du recht, sie sind nicht zu verfehlen. Oma, kann ich dich was fragen? Wenn es sein muss. Als du noch jung warst, vor dem Krieg und so, was hast du da am liebsten getan? Spielt keine Rolle. Ich bin nur neugierig. Na, wenn es sein muss. Mal überlegen. Ich war im Park spazieren, aß in Restaurants, gab Partys
besuchte das Museum, machte Überstunden, ging angeln. Du hast geangelt? Zum Spaß? Damals war alles anders. Um Hunger oder Kälte mussten wir uns keine Sorgen machen. Der Löwenzahn sorgte für alles. Mit unserem Wissen verhalfen wir uns zu mehr Freizeit. So sollte man Wissen einsetzen, findest du nicht? So, die hier wieder wegmöbeln. Nur mal auch, die sehen aus wie Zecken. Keine Ahnung. Komische schwarze Zecken. Oh nein! Bin wieder abgestürzt. Ich glaube, aber ich komme eigentlich ganz gut durch das Spiel. Bisher. Oh! Was machen... Sind das... Ich meine, bekommen sie gerade ihre... Oh, meine Mutter wollte die Hebamme holen. Und dann kamen sie in Wellen und... Ich brauche sie hier. Okay, Hebamme Mutter, verstanden. Wo finde ich sie? Insel Winger. Sollte auf deiner Karte sein. Ich hole sie, keine Sorge, ich hole sie. Funkenwerfer, Dach. Okay, ja, nun. Das ist also definitiv ein unglücklicher Zeitpunkt, um sein Kind zu bekommen. Komm ich da denn hin? Okay. Ach nee, das sind wieder diese langen Dinger. Frage ist, kann ich auch einfach an denen vorbeidüsen? Sich die bekämpfen. Ja, also die wollen mich auf jeden Fall bekämpfen. Gott. Ah! Der habe ich abgeschossen. Wie gemein. Kommen die auch noch hier ran? Bin mir unsicher. Ich glaube, die kommen nicht näher. Großer Ozean, wie hast du... Was ist das? Trevenant wird sich mit dir unterhalten wollen. So viel ist sicher. Trevenant? Trevald, Entschuldigung. Trevald? Mein Bruder. Ich suche nach Frau Kleinlocke. Henrietta reicht. Das bin ich. Aber keine Zeit für Palaver. Meine Tochter braucht uns. Sie schickt mich zu ihnen. Ich komme mit zurück. Keine Chance. Ich muss auf Adrien konzentrieren und kann keinen
kollabierendes Kind gebrauchen. Warum wartest du nicht bei meinem Bruder Trevald? Er ist drüben beim Haus. Er kann dir bestimmt ein paar faszinierende Dinge erzählen. Ich melde mich, wenn ich es geschafft, wenn es geschafft ist. Okay. Achso, da. Sind Sie Trevald? Du verscheuchst sie. Sicher bin ich Trevald. Wer will das wissen? Ich bin Sigrid. Ursula sagte, ich soll mit Ihnen sprechen, während sie mit dem Baby hilft. Oh, Adriens Nachwuchs ist unterwegs? Mhm. Die haben mich weggescheucht. Glauben Sie, die schaffen das? Ursula war Sanitäterin im Krieg. Babys bringt die mit nur einer Hand auf die Welt. Und ohne hinzusehen. Der Köder! Ach, nicht schon wieder! Kusch, du Krabbelvieh! Was machen Sie hier? Ach, hier treibt sich ein Schatten rum. Hab seit Jahren keinen gesehen. Ich versuche, Kontakt aufzunehmen. Sie studieren Schatten? Seit ich ein kleiner Junge war. Prächtige Kreatur. Also, was genau sind Sie? Sehr scheu, meine Kleine, das sind Sie. Amphibien behaupten manche. Andere sagen, sie kommen aus einer fremden Welt. Meine Oma sagt, dass es für alles eine ganz natürliche Erklärung gibt. Wir kennen sie nur noch nicht. Die Pfeifer glauben, es sind ruhelose Seelen. Die Pfeifer? Du kennst sie wahrscheinlich als Dreckpfoten. Sie halten die Schatten für Boten aus einer anderen Dimension. Wenn dich ein Schatten aufsucht, will er dir etwas über dich selbst mitteilen. Aber ich kenne mich wohl in- und auswendig. Zu mir kommt kein Schatten. Ich jage hinter ihnen her. Zuerst dachte ich, sie hätten es auf Weichtiere abgesehen, aber dann erkannte ich, dass diese spezielle Form sie anzieht. Die Pfeifer machen Amulette in dieser Art. Sie glauben, sie bringen Glück? Etwa so? Wo hast du das her? Ich... Was ist drin? Drin? Mach mal auf! Wie eine kleine Schatulle! Ein Samen. Er ist wunderschön. Sagenhaft. Wo hast du das her? Gefunden? Geklaut? Ich hab's nicht geklaut. Ich hab's von einem Schatten. Mutter aller Funken, es ist... unglaublich. Kann ich ihn anfassen? Vielleicht. Schon gut. Er ist okay. Sie hat es rechtzeitig geschafft. Das Baby ist schon da. Ich soll dich rüberschicken. Mich? Dann gehe ich mal lieber. Es war schön, mit Ihnen zu reden. Das war es, Sigrid. Kommst du mich mal wieder besuchen? Ich würde so gern mehr über deinen wundervollen Freund erfahren. Okay. Also haben nicht alle Angst vor Schatten. Okay. Hi. Ist alles okay? Alles okay, oder vielmehr alle? Ein Glück. Ich will nicht lange stören, es ist nur so. Ich muss Funken zum Leuchtturm schicken. Aber die Seeschlange hat die Sicherung des Funkentanks rausgehauen. Na, das lässt sich gleich beheben. Ich gebe dir eine neue Sicherung. Das ist das Mindeste. Okay, cool. Na dann, tschüss. Viel Glück noch mit dem Baby.
Und Hallöchen, Jinx. Hi. Na du? Alles gut bei dir? Hui. Jetzt hast du hoffentlich, was du brauchst, Chefmechanikerin. Ja, ich hoffe. Hat Energie zum Leuchtturm 1 von 6. Das, ja. Es fehlt da, glaube ich, noch ein bisschen. Mir geht's super. Sieht nach einem interessanten Game aus. Kam auch heute erst raus oder kommt noch raus. Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube, auf Steam ist das noch nicht verfügbar. Ist bisher auch eigentlich recht interessant. So ein bisschen jump'n'runnig, ein bisschen Story. Ein bisschen kämpfen. Ist eine gute Mischung aus allem irgendwie. Ja, den Verlobungsring habe ich jetzt leider nicht gefunden. Ich werde es mir wahrscheinlich später im Sale mal holen. Ui. Ja, na dann. Vielleicht. Ich glaube, bei Steam sind ja wieder Ende Dezember sind ja, glaube ich, wieder Winterzähl, ne? Oder Anfang Januar, irgendwie so war das. Vielleicht hast du da Glück. Auf Steam steht leider auch noch nicht, wie viel das kostet. Ich habe gerade bei Steam geschaut gehabt, aber da steht es halt leider noch gar nicht. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar holen. Ja, nice. Ich habe halt noch so viele Spiele, die ich auch so spielen will. Von daher geht das. Und dadurch, dass ich halt noch den Game Pass dazu habe, passt das meistens eigentlich. Muss ich gar nicht so viele Spiele kaufen. Geht immer. Gott, sind hier viele. Wow. In weniger als einer Stunde erscheint das Spiel auf Steam. Ja, Steam hängt immer ein bisschen hinterher. Also die Release-Sachen sind bei Steam immer echt... Also da dauert es immer ein bisschen... So, das müssten wir jetzt auch haben. Das habe ich bei Tunic damals auch festgestellt. Das war halt... Im Game Pass war das halt direkt verfügbar. Eigentlich direkt frühs. Und bei Steam war das erst irgendwie 18 Uhr oder so. 18, 19 Uhr. Ich bekomme wahrscheinlich keine Steam-Spiele mehr in nächster Zeit. Warum das denn nicht mehr, Puru? Schlechte Erfahrungen gemacht oder einfach kein Geld, willst nicht investieren? Oder? Tunic war voll cool. Tunic war leider super schwer und da war ich sehr, sehr froh, dass es den God-Mode gab. Und ich selbst im God-Mode gestorben bin. Das war sehr toll.
kann auch nur ich. Aber ansonsten war Tunic sehr, sehr interessant gewesen. Weil ich immer noch zu viel Kram offen habe. Ja, das kenne ich aber, Puh, ne? Deswegen sage ich ja so, ich habe so noch super viele Spiele, die ich spielen wollen will. Und zur Not habe ich halt auch noch den Game Pass dann. Und dann geht das eigentlich immer noch mit den Spielen. Achso, das Sprungpad da unten ist jetzt, glaube ich, aktiv. Ah. So. Dann müssen wir noch nach da hinten hin surfen. Apfel. Apfel. So knackig. Als Mama in meinem Alter war, gab's noch welche. Sie ist bestimmt bis hoch in die Baumkrone geklettert, um die besten zu finden. Nicht, dass ich darüber irgendwas wüsste. Womöglich war sie nicht einmal ein netter Mensch. Vielleicht spricht Oma deswegen nie von ihr. Aber ich weiß noch, wie sicher ich mich in ihren Armen gefühlt habe. Run, Ellie, sie will dir bestimmt auch Äpfel andrehen. Ja, Mann, in der Welt hier gibt es keine Äpfel mehr. Eventuell hole ich mir demnächst noch ein Spiel für die Switch ansonsten. Oh, was willst du dir denn vielleicht noch holen? Ja, nächstes Jahr kommen halt wieder ein paar Spiele raus, die ich auf jeden Fall holen möchte. Star Wars Jedi Survivor zum Beispiel. Bayonetta Origins sah auch sehr interessant aus. Also ein paar Spiele. Und Zelda. Zelda Tears of the Kingdom. Das sind so drei Spiele, die ich auf jeden Fall eigentlich spielen möchte und mir wahrscheinlich auch direkt holen werde. Ich habe den Titel schon wieder vergessen. Mir würde dir aber nicht gefallen. Das ist okay. Das ist okay. Hui. Muss ja auch nicht jedes Spiel gefallen. Ich fand Super Liminal jetzt auch nicht unbedingt. So. Also, nee, so Rätsel. Also, so krasses Rätselding ist halt auch nicht meins. Mit so unlogischen Rätseln. So, gibt's denn hier zufällig noch ein Buch oder irgendwas? Oh Gott. Nee, sieht nicht so aus. Dann auf geht's wieder zum Leuchtturm. Haben wir alle. Da fällt mir gerade was extrem Wichtiges ein. Was denn, Meno? Oh, stimmt, Stray wollte ich irgendwann auch noch spielen. Aber Stray müsste ich für die PS4 holen, denke ich. Und da weiß ich nicht, ob das gut aussieht. Trinken. Schon wieder trinken. Mann, ey. Ich muss den Cooldown wieder hochstellen. Was ist denn hier los? Aha. Oh, da bist du ja wieder. Richte dich nicht häuslich ein. Wir suchen jetzt die Kerzenhügel-Leute. Okay. Die Piraten?
Piraten? Sie sind Rüpel, keine Frage. Aber sie können was. Sie haben den Löwenzahn erschaffen, weißt du? Gebaut, um genau zu sein. Erschaffen haben wir Ingenieure. Jedenfalls habe ich jetzt herausgefunden, wie wir die Waffe bauen können. Wenn wir den Leuchtturm umbauen, sollten wir eine Kanone konstruieren können und die Pfoten in Stücke schießen. Okay. Aber dafür brauchen wir fähige Mechaniker. Cloud weiß Bescheid, wir treffen ihn dort. Ah, okay. Also zu den Kerzenhügeln. Wo müssen wir denn da hin? Da lang. Okay. Warte, dann trinke ich jetzt erstmal, bevor wir weitergehen. Ah, so. Was, oder einfach Meno vom Command bannen? Damit andere mal eine Chance haben, es einzulösen. Ich glaube, man kann einzelne Leute nicht für einen Command quasi sperren, ne? Für Kanalpunkte. Unglaublich, dass wir zum Kerzenhügel gehen. Oh, keine große Sache, Schrimpchen. Das sind Leute wie du und ich. Vielleicht etwas rauer. Eher Hammer und Schraubstock als Messer und Gabel. Ach, der Vorarbeiter des Löwenzahns war der beste Mechaniker, den ich kannte. Er kannte das Werk wie seine Westentasche. Ha, er klopfte mit dem Schraubenschlüssel auf die Rohre, lauschte aufmerksam dem Metall und sagte dann so etwas wie: Schon gut, Schätzchen, ist nur eine kleine Störung. Keine Sorge, Papa kümmert sich sofort um dich. Und dann stellte er den Druck ein oder ölte ein paar Zahnräder. Und schon lief alles wieder wie geschmiert. Treffen wir ihn? Den Vorarbeiter? Ah, er liegt schon lange unter der Erde. Aber ich hoffe, mit seinem Sohn reden zu können. Er war damals nur ein kleiner Lümmel, wenn auch ein sehr talentierter. Kann er unsere Waffe nicht bauen, kann es keiner. Und halt ich den Rucksack. Hi. Herbstjuhu-Chat. Wenigstens habe ich es noch hierher geschafft. Ja, wir spielen hier gerade noch ein bisschen Wavetail. So. Ihr hattet genug Zeit, es einzulösen. Hab's nicht direkt nach 30 Minuten gemacht. Ach, Mann. Nein, alles gut, alles gut. Trinken ist ja auch wichtig. Ich muss dann halt nur immer so doll auf Toilette. Aber deswegen machen wir auch alle anderthalb Stunden ungefähr mal eine Pause. Warum heißt der Kerzenhügel? Früher loderte es nachts aus diesen Öfen. Man konnte sie schon von weitem sehen, wie angezündete Kerzen. Schrimps und Hummer, das ist eine Sackgasse. Wir müssen irgendwie durchbrechen. Oh Gott. Ja. Oh, die Großen sind nervig. So, wer bückt sich denn hier drunter? Charlie. Oh, ich dachte, meinen letzten Burger. Ich hätte meinen letzten Burger gebraten. Und wie geht's? Alles im grünen Bereich? Abgesehen von meinem Geldbeutel, ja, mein Geschäft stockt, solange dieser Nebel meine Kundschaft abschreckt. Dann sitzen wir wohl im selben Boot. Wir müssen ihn beseitigen, um den Kerzenhügel zu erreichen. Nun, unser Abzugfackeln halten das Dunkel normalerweise in Schach, aber der Generator scheint außer Betrieb zu sein. Keine Ahnung, wie wir den reparieren können. Ich bin schließlich nur der preisgekrönte Inhaber eines Seetang-Burger-Restaurants. Wow. Lecker. Hast du mit wem geredet? Was gibt's Neues? Anscheinend ist der Generator, der die Fackeln antreibt, ausgefallen. Ach, das ist leicht behoben. Ich kann ihn sogar von hier aus sehen. Gehen wir! Darf ich jetzt? Hallo? Sonst muss ich doch immer auf die Dinger kloppen. Achso, da hinten ist der Generator. Ach, deswegen geht das nicht. Stimmt, da war ja was.
bin ganz ehrlich, Seetang-Burger würde ich probieren. Ja, hört sich eigentlich gar nicht mal so verkehrt an, ne? Seetang-Burger. Ich meine, Seetang hast du ja auch, oder war das Seetang? Ich weiß das gar nicht. Die Algen waren das, oder? Ach, keine Ahnung, aber bei Sushi hast du da auch diese Algen. War das Algen-Seetang? Ich weiß es nicht. Eins von beiden, das kann man ja auch essen, ne? So schlimm ist es ja auch nicht. Aua, aua, die sandwichen mich. Ich. Sushi! Ja, Sushi wäre geil. Oder statt Sushi, genau. Sushi wäre auch so gebratene Nudeln geil. Gebratene Asianudeln. Oh. Nom, nom, nom. Das Kirsten. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Nee, du bist nicht tot. Minecraft sagt, Seetang ist essbar. Stimmt, den Seetang kann man, glaube ich, in Minecraft in den Ofen schmeißen, ne? Dann kann man ihn essen. Irgendwie so war das doch, ne? Aber ich halte mit dem ganzen Bums auch nicht so gut aus. Ah, warte mal, der Weg da war doch eigentlich ganz richtig. Dass ich dann von, oder? Ja, ja, doch, doch, doch. Hier hin und dann von hier nach da. So. Na, guck mal. Läuft doch wieder. Und Hallöchen, Lanyan. Hi. Sushi ist ein japanisches Gericht aus erkaltetem, gesäuertem Reis, ergänzt mit Zutaten wie rohen oder geräucherten Fisch, rohe Meeresfrüchte, Nori, in Klammern getrocknete und gerösteten Seetang, Gemüse, Tofu-Varianten und Ei, laut Wikipedia. Ja, es ist doch Seetang. Okay. Oh, warte mal, da unten ist noch ein Buch. Das nehme ich auch einmal mit. Noch ein Buch. Ah. Du liebe Zeit, ich habe von der Wasserläuferin gehört, aber ich hielt das für Seemannsgarn. Bin zwar kein Fan von übernatürlichen Wesen, aber Kunde ist Kunde. Wenigstens funktioniert die Fritteuse wieder, aber immer noch furchtbar dunkel. Ach, warum redet sie denn jetzt auf einmal? Voller Dunkel sein. Da musst du Schornsteinfegerin spielen, Siggi. Sie zu reinigen sollte das Problem lösen. Huch. Da war der Teil einfach auf einmal synchronisiert. Ja, gut. Huch.
da. Jetzt haben wir nämlich das Tagebucheintrag auch. Eine fertig. Das ist noch kein Grund zum Feiern. Finden wir noch eine. Ach, weder Rast noch Ruhe. Ah, da hinten, ja, ich sehe es. Okay. Hui. Ah, ich liebe das hier mit dem Rumsurfen und ein bisschen Tauchen und so. Oh Gott, hui. Maybe sollte ich nochmal Sushi machen, aber das ist so viel Arbeit. Das stimmt, aber es schmeckt auch dreimal so geil. So. Und den dritten an. Ah, da ist noch ein vierter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hui. Warte mal, wir müssen noch mal zurück. Da war gerade jemand. Edith, okay. Ah, was ist passiert? Was ist los? Das Dunkel, wo ist es hergekommen? Meine Schwester und ich haben gerade Schach gespielt, als plötzlich alles schwarz wurde. Funke, behüte, dass ihr etwas zugestoßen ist. Ah, wir schauen mal. Vielleicht finden wir sie ja. Funken, welch eine Erleichterung. Danke, ich werde meine Schwester anfunken. Ja, mach das mal. Ich habe gerade bemerkt, dass mein Tagebuch weg ist. Nicht auszudenken, wenn es jemand liest und herausfindet. Meld dich, wenn du es siehst, aber guck nicht rein. Okay. Wenn ich eine Ahnung hätte, wo du dein Tagebuch verloren hast. Die sind jetzt sogar noch, oder? Ich glaube, die sind sogar jetzt noch gepanzert. Weiß ich gar nicht genau. Ich habe mir die vorhin nicht ganz so gut angeguckt. Hui! AI!
Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Aua. Boah, direkt in den Weg geschossen. Hey. Hey. Unfair. So, hallöchen. Schrottplatz. Oh, besten Dank, Süße. Okay. Ah, da ist ein Knopf und wir müssen aber alle drei. Ah, okay. Oh Gott. Oh Gott. Das schaffen wir nicht. Oh. Oh, diese doofen Viecher. Letzter. Vielleicht hätte ich die da hinten doch kaputt machen sollen. So. Was herausfindet, dass du ein Tagebuch führst? Nein, dafür müssen wir die Welt beschützen. Und die Fanfictions, die sie über Cloud und Barrett schreibt. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Wobei ja hier der Bürgermeister heißt hier Cloud. Aber mit K geschrieben. Aber ich glaube, ich mache die echt kaputt, die Nerven. Landet. Oh. Schmu. Aber es ist ja zum Glück auch nur eine Nebenquest. Also, die müssen wir nicht zwingend machen. Wenn ich das Tagebuch finde, dann bringe ich ihr das, aber wenn nicht, dann ist halt auch egal. Und den Schalter umlegen. Jetzt ist der Knopf auch aktiv. Zum Ausführen eines Schmetterschlags in der Luft Y drücken. Ah, okay. Nee, das wusste ich zum Beispiel nicht. Cool. Cloud und Barrett sind zwei Charaktere aus Final Fantasy VII. Okay, ich habe Final Fantasy nicht gespielt, dann erklärt es das.
Die letzte Funkenfackel ist da hinten. Okay. Mann, das hat auch richtig gut funktioniert. Oma, ich sehe Schiffe! Versuchen wir schnell hier durchzukommen, bevor sie uns bemerken. Die Hügelleute mögen keine Besucher. Die Hügelleute mögen keine Besucher, sagt er, ja. Ja, aber zu den Hügelleuten gehen wir nach einer kurzen Pause. Es ist wieder Pausenzeit. Also, bis gleich!